Willkommen in Auckland. Erste Lektion des Tages. Das Zeichen, das ihr gerade gesehen habt, heißt, das ist ein E-Passport. Kann man schneller einchecken? Wusste ich nicht. Ging trotzdem schnell. Diesmal ist er da. Letztes Mal ist er nicht angekommen. Okay, willkommen in Auckland. Ich habe jetzt gewählt, den A83-Bus zu nehmen und danach noch einen weiteren. Das kostet so um die 10-12 Dollar. Alternative wäre gewesen, den Skybus zu nehmen. Der hätte dann 25 Dollar gekostet. So muss ich jetzt noch kurz ein bisschen Geld wechseln und da ist er schon. Geschafft. So, ich bin diesmal gut angekommen, wie ihr gesehen habt, mein Gepäck auch. Als kleiner Tipp, falls ihr irgendwann mal in Auckland ankommt, da kann man entweder den Bus nehmen oder den Skybus. Der Skybus kostet ca. 25 Dollar und der normale Bus hat mich jetzt die eine Station 3,50 plus nochmal die andere Station 7 Dollar gekostet. Also dann bar bezahlen und es ist dann deutlich günstiger. Genau. Jetzt bin ich erstmal am schönen Viadukt Besen am Hafen. Sehr schön hier, leider kein freies Wi-Fi. Der Plan ist jetzt erstmal Schritt 1, Telefonnummer. Schritt 2 war eigentlich geplant, Bankaccount und Steuernummer, aber da weiß ich jetzt noch nicht, wie genau, wann ich das mache. Da braucht man so ein Proof of Residence von seinem Hostel. Das geben die erst ab 10 Tagen kostenlos, ab einer Woche kostenlos aus und bloß 4 Tage hier. Ja, ich hatte schon ein bisschen im Internet mit ein paar Leuten geschrieben, unter anderem mit einem aus Opotiki. Wegen einem Labortechniker-Job. Da soll ich jetzt mal hin die Tage. Gucken, ob ich dann dort die Steuernummer mache in der Stadt. Aber ja, mal schauen. So, willkommen im zweiten Tag Auckland. Ziel jetzt Internet, wahrscheinlich Vodafone oder Spark oder ihr werdet es ja gleich sehen. Tropisch hier. Also eins muss man sagen, der Hafendistrikt hier, Viaduct Harbor, Vineyard Harbor, Viaduct, irgendwas, schon cool. Na, wie sieht das denn aus? Ich hoffe, das Wasser ist nicht so warm, weil hier Kinder reinpinkeln. Egal. Seriously, is anyone gonna stop me?
I'm not gonna get hurt, hopefully. Now, let me explain how the grand finale stunt works. For the final stunt of the show, I will attempt to climb to the top of this ladder. When I'm at the top, I'll be over 3 meters high in the air. I will balance myself and attempt to juggle 3 flaming